Mein Name ist Nicolas Panzera, 33 Jahre alt, aus Wien, geboren in Wien. Ich arbeite bei den Wiener Linien. Vor 10 Jahren habe ich begonnen als Autobuslenker, habe dann mit großer Unterstützung des Unternehmens studiert und bin mittlerweile verantwortlich für die Einführung von vollautomatischen U-Bahn-Betrieb. Wien ist für mich eine unglaublich schöne, sehr abwechslungsreiche und besondere Stadt. Ich lebe sehr bewusst und sehr gerne in einer Großstadt. Wien hat einen wunderbaren Mix aus einer wahnsinnig tollen Altstadt in den Innenbezirken, einer Geschichte, die man erleben kann, wenn man spazieren geht, und eben auch neuen und modernen Elementen. Ist ein Puls der Zeit, entwickelt sich ständig weiter. Und dann gibt es einmal im Jahr diesen ganz besonderen Moment am 24.12. Klingt vielleicht lustig wie ein Klischee, aber es ist für mich tatsächlich so, am 24. am Nachmittag, da wird die Stadt sehr schnell von dem Vorweihnachtsstress auf einmal sehr ruhig. Um 17 Uhr, 18 Uhr ist dann kaum noch jemand auf den Straßen. Und das ist ein Moment für mich, der ist wirklich sehr, sehr besonders und den genieße ich aus vollen Zügen. Ich bin jemand, der sehr bewusst und mit sehr offenen Augen und Ohren durch die Stadt geht und dabei genießt, was es alles zu erleben gibt. Und das wünsche ich mir oder das empfehle ich auch gerne anderen und lade herzlich dazu ein. Einfach einmal schauen, welche Abwechslung gibt es denn in Wien. Es gibt einen ruhigen Spaziergang im Wienerwald, man kann durch die Weinberge gehen, man kann gleichzeitig am Ippenplatz gehen, hat dort verschiedene Kulturen, alle, die sich gemeinsam treffen, die gemeinsam etwas unternehmen. Jeder geht seinen Weg, aber wenn man ein bisschen die Augen offen hält und schaut, wie ist denn der Weg des anderen, ist das sehr spannend und sehr schön zu erleben. Also das ist meine Message. Wir alle sind Wien.